Von hier aus sieht man die erste warme Quelle. Hier gibt es mehrere. Die Anfahrt ist über Santa Fe Richtung Airport und dann geht ein kleiner Weg weg nach Los Basterios und den muss man hinterfahren, dann kommt man hier raus. So viel sitzt am Rand einer Quelle. Anger strabanzt hier rum, kriegt Besuch von einem anderen Hund jetzt. Und der Rino versucht sich als Baumkletterer. Ich hoffe nicht, dass er reinfällt, weil da geht es ziemlich böse runter. Hier sieht man jetzt das zweite Wasserquellchen. Drei Badenixen. Das weiß ich, dass die Familie da ist. Am wievielten Februar haben wir heute? 10., 11., 12. Auf jeden Fall in diesem warmen Wasser baden meine Olde und die Sophie und der Rino ist in dem anderen Wasserloch. Rino auf dem Weg ins Wasser. Ja, langsam. Ja, während sich so niemand bereit macht, einen kurzen Schwenk auf die Mutter mit Anker. Badenixen hoch 3. Sophie mit einem anderen Jungen, auch aus Deutschland, aus München. Da ist auch eine Familie mit 3 Kindern unterwegs, so wie wir. Und die spielen hier natürlich kräftig. Kurzen Schwenk. Ich soll mal schwimmen lernen. Anka! Ja, also geht doch, wenn sie will. Und dann ersäuft sie da drüben. Wieder zurück zur Mutter. Und Sophie im Wasser. Stellt sich die Frage, wer das anschaut, wenn er Kinder hat. Entwickeln sich deine Kinder auch so gesund oder werden sie Leistungsfachidioten für ein beschissenes System?